wir sind halt doch immer wieder mal für eine kleine Überraschung gut. Fast grenzenlose Power und sicherlich ein atemberaubendes Design. Das verkörpert diese erste Audi-Premiere heute Abend. Sie ist entstanden in einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen den Audi-Design-Teams, den Audi-Ingenieuren und einem Team von Italdesign Giugiaro. Wir haben ihm den Namen gegeben, der Audi Nanook Quattro. Er ist extrem athletisch, hat eine Funktion wie ein Sports Activity Vehicle, hat die Dynamik eines Hochleistungssportlers und die DNA eines Offroaders. Nanook, werden Sie sich fragen, wo kommt der Name her? Er kommt aus der Inuit-Sprache und Sie erinnern sich vielleicht an einen Audi-Werbespot, den wir früher als zwei Eskimos gemacht haben, wo der alte Eskimo sagt, Audi, Quattro. Und das war für uns eigentlich der Namensgeber. Nanook kommt von der Inuit-Sprache, heißt Eisbär, ein sehr kraftvolles und ein sehr dynamisches Tier. Dieses Fahrzeug verfügt über einen Mittelmotorsportwagen. Es ist ein 10-Zylinder, Hochleistungsdiesel mit rund 550 PS, einem Drehmoment von rund 1000 Newtonmeter und er bewältigt dann, sag mal, die 0 auf 100 in gut 3,8 Sekunden. Die technische Raffinesse in diesem Fahrzeug ist eine integrierte Integrallenkung. Sie steuert sowohl die Vorderachse als auch die Hinterachse und damit verbindet sich natürlich ein minimaler Lenkaufwand, ein perfekter Wendekreis ergibt diesem Fahrzeug erhöhte Präzision und eine super Agilität. Für uns die IAA ein ideales Testfeld, um einfach mal reinzufühlen, wie diese Konzepte auf unsere Kunden wirken und danach werden wir sicher deutlich mehr wissen, wie wir weiter damit umgehen. Damit sage ich erstmal als herzlichen Dank an den Nanook, aber wir machen noch ein bisschen weiter. But it's launching.